Willkommen zurück zu Ancient Cities. Der Mond geht auf. Die Dorfbewohner sammeln sich am Feuer, wärmen sich ein bisschen. Werden ein bisschen Wissen austauschen, was sie heute gelernt haben, was sie alles gemacht haben, was sie nicht gemacht haben. Und werden sich dann hier in den ganz modernen Hütten inklusive Bodenheizung, Fußbodenheizung und Kanalisierung schlafen legen, um dann am nächsten Morgen wieder frisch und gestärkt aufwachen zu können. Ja, und der Oberamtsbürgermeister, er ist aktuell immer noch am Rätseln, wieso kein Flachs angebaut wird. Ich hoffe mal, dass sich das jetzt hier gibt im nächsten Jahr vielleicht. Was haben wir aktuell? Winteranfang. Und Flachs wird angebaut im Frühling. Na gut, ich hoffe mal, dass wir das dann trotzdem hingehen. Wenn das jetzt wieder nicht klappt, dass wir das anpflanzen, obwohl hier ein paar Flachssamen vorhanden sind, dann würde ich das Feld einfach nochmal gnadenlos abreißen und vielleicht nochmal neu bauen, weil ich dann vermute, dass vielleicht irgendwie ein Bug im Feld hinterlegt ist. Irgendwie so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir gucken mal. So, in den letzten Folgen, wir haben jetzt mittlerweile auch eine Käserei, wir haben aktuell eine eigene Kuh. Müssen wir die Kuh umbenennen. Kann ich dich umbenennen, liebe Kuh? Ah, schade. Q4. Kann man die Kühe nicht umbenennen? Das ist, es ist enttäuschend. Das ist richtig enttäuschend. Das ist eigentlich ein Feature, das man unbedingt machen sollte hier. Na gut. Wir haben eine Kuh, hier geht ein, ist das ein Esel oder ein Pferd? Ein wildes Pferd durch unser Lager und versucht sich an, keine Ahnung, Fleisch. Was macht denn das Pferd hier? Wir könnten es domestizieren, wenn das Spiel es zulassen würde. Macht es aber nicht. Oh, guck mal, wie es trabt. Kurz vor seinem Tod. Wenn es dann gejagt wird und zerlegt wird in die Einzelteile. Noch hat es Freude am Leben. Das wird aber bald vorbei sein. Wir haben ein paar Zäune hier gebaut, die immer noch natürlich in Planung sind. Genauso die Zäune hier oben. Mach mal ein bisschen schneller. Genauso die Zäune hier oben war das, ne? Genau, hier, die sind noch alle pausiert. Aber wir lassen uns etwas Zeit. Was ich gerne machen möchte ist, ich würde gerne hier dieses Maximum der Seile, wir haben übrigens jetzt Jahr 14, ich würde gerne das Maximum der Seile nochmal etwas erhöhen. Damit wir hier einen besseren Vorrat bekommen. Das gleiche gilt für die Stöckchen hier. Und dann werden wir auch nochmal kurz in der Auffanggruppe zusätzlich hinterlegen, nicht nur Flachsbündel, sondern auch Weizenbündel und rote Beete und die Hülsenfrüchte. Ich würde die jetzt mit aufnehmen hier, einfach aus dem Grund, weil ich der Sache nicht vertraue, dass die Sachen immer hier entsprechend für die Landwirtschaft gelagert werden. Wir haben ja hier gesehen, dass die Erbsen hier zum Beispiel, da ist jetzt eine Einheit Erbsen oder Hülsenfrüchte. Eigentlich sollten hier jede Menge Hülsenfrüchte sein. Stattdessen sind die irgendwo hier vorne gelagert und irgendwie funktioniert das noch nicht so ganz. Deswegen werden wir uns auch auf die Suche machen, hier wilde Hülsenfrüchte und Weizen und rote Beete zu suchen. Und dann hoffe ich mal, dass wenigstens die Sachen hier eingelagert werden, damit wir hier, wenn dann Ansaatzeit ist, entsprechend auch hier die Felder gut nutzen können. Gut, ansonsten, Brot gibt es aktuell keinen mehr. Es gibt wieder ein bisschen Honig. Und ihr sehen kann, wir haben ein bisschen Milchkäse. Ist Käse schon hergestellt worden? Aktuell, ich sehe noch keinen Käse. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Käse sehr begehrt ist. Und dementsprechend auch wieder schnell weg ist. Wir haben zumindest Lagerplatz hier vorne, oder? Da ist Käse-Lagerplatz. Auch das ist okay. Und dann passt das schon. Gut, ansonsten, wir haben momentan, ja, wir kommen irgendwie nicht über die 21, 22 arbeitende Bevölkerung raus. Jetzt sind es 23, das ist schon mal gut. Und das muss natürlich besser werden, dass wir hier ein bisschen mehr Leute haben, die arbeiten können. Wir haben hier außerdem noch keinen Weidegrund, weil jetzt hier Winter ist. Das heißt, soweit ich das mitbekommen habe, das Tier hier, das gerade gemolken wird, die Kuh, die wird definitiv nur hier das Stroh dann fressen, denke ich mal. Wir werden auch Stroh mal auf hohe Priorität setzen, damit das immer schön befüllt wird. Das hier vorne ist hier nicht so relevant, aber ich hoffe mal, dass wir dann auch genügend Leute haben, die entsprechend Stroh sammeln können. Wir haben ja immer noch irgendwie 100 Stroheinheiten, das passt auch. Man könnte hier, ich würde mal bei Stroh
auf 200 hochgehen, um den Puffer etwas zu erhöhen. Falls wieder irgendein Sammelproblem auftritt, wie bei Schlamm, dass wir dann trotzdem hier noch genügend Stroh haben. So, ein bisschen Schlamm wurde schon verbraucht oder wurde kaputt. Zumindest, ich glaube, so ein paar Einheiten sind jetzt wieder weniger Schlamm hier drinnen. Ansonsten sieht das alles ganz ordentlich aus jetzt. Ich bin auch ganz gut gestimmt, was das Essen betrifft hier. Ganz viele Kinder werden jetzt erwachsen plötzlich. Schon mal ganz gut ist. 23 arbeitende Kinder, 23 arbeitende Personen. So, und dann schauen wir mal. Mangel an Weizenbündel, aber das liegt alles jetzt hier vorne an der Tatsache, ne, dass die jetzt hier nichts dreschen können momentan. So, wird hier schon gestochen. Ja, der Boden wird schon vorbereitet und gestochen, das ist gut. Und wenn jetzt wieder Migration kommt, ich würde auf alle Fälle jetzt auch welche aufnehmen, die keine Tiere dabei haben. Idealerweise wäre es natürlich gut, wenn die Tiere dabei hätten. Da schauen wir mal. Aber höchste Priorität hat jetzt erstmal so die Zaunproduktion und die Umzäunung hier vorne, damit wir das endlich mal fertigstellen können. Ich habe bestimmt dann wieder irgendwo einen Zaun übersehen, der dann vielleicht noch pausiert ist. Mal gucken, ob man das hier irgendwo sieht bei den entsprechenden Gebäuden. Werden da die Zäune aufgelistet? Nein, leider nicht. Das wäre wahrscheinlich auch eine zu lange Liste, wenn jedes einzelne Zaunstück hier drin auftauchen würde. Aber dann muss man einfach mal so kontrollieren, ob man hier, das kann ich ja mal zwischen den Folgen machen, ob dann hier vielleicht irgendwo noch ein Zaunstück ist, das fertiggestellt werden muss. Genau, wenn der fertig ist, kümmern wir uns um den Zaun hier. Und dann kriegt das auch langsam Gesicht. Wir brauchen keine weiteren Hütten, das ist auch gut. Wir gucken mal kurz in das Wissensfenster, wie das jetzt hier aussieht. Jagd 70%, Fischfang 67%. Ah, guck mal, Flechtarbeiten. Da sind wir auch schon ganz gut mit dabei. Und dann passt das. Wir haben die ganzen Knochen verbraucht, wenn ich das richtig sehe. Wahrscheinlich für die ganzen Knochenharpunen. Holzspeer. Haselnussbogen. Feuersteinspeer. Gar keine. Ich habe gar keine Knochenharpunen. So, die Knochenharpune. Oder habe ich die wieder verlernt? Knochenharpune hier. Na gut, es fehlt an bearbeiteten Stückchen. Die werden momentan... Ja, wobei hier vorne am Zaun, das ist ja ein normaler Zaun, der jetzt offiziell auch eingeweiht und fertiggestellt ist. Guckt euch an, der Zaun ist fertig. Das freut mich sehr. Sehr schön. Was platziert man denn hier noch in so Weidefelder? Was kann man denn hier noch so reinplatzieren irgendwie? Außer Tiere und Futtertröge. Aber mehr wüsste ich jetzt auch nicht. So, die gute Dame hier oben, die ist immer ein bisschen am Meckern hier, weil sie sich ausgebeutet fühlt. So, Adom ist nach einem langen Leben gestorben. Mittlerweile können wir auch nur noch hier durchschnittliches Arbeitsalter und Arbeitszeit nutzen. Ja, weil wahrscheinlich ja, die Itza ist auch schon sehr alt. Hat aber immer noch ganz gute Eigenschaften hier. Also immer noch sehr, sehr gut. Die Itza hier ist auch noch im Mesolithikum hängen geblieben. Aber wenn wir uns mal das Komplette anschauen, ja, wird schon, das wird schon. Gut. Und dann werden wir uns mal umschauen, was wir denn jetzt noch so planen müssen. Also entweder wir gehen jetzt volle Kanne auf die Landwirtschaft, aber dafür hätten wir eigentlich schon genügend große Felder erstmal. Oder wir fangen mal an, so eine Tempelstruktur aufzubauen. Das wird nämlich hardcore. Wir haben 467 Steine, das ist schon ganz ordentlich. Also da könnte man schon mal ein Hälfte-Objekt erstellen. Ein Hälfte-Beat-Objekt. So, Seile 31, sehr schön. Also ich glaube wirklich, dass die da letztens die Seile nicht so schnell machen konnten, dass das alles so verzögert worden ist, lag wirklich am Schlamm.
Weiß nicht, ob ich in diesem Let's Play schon mal das Problem hatte. Also ob wir ganz am Anfang auch dieses Problem hatten mit dem Sammeln. Ich hatte es aber auf alle Fälle schon mal in einem Durchgang. Dann war das wahrscheinlich irgendwie privat oder so. Oder in dem anderen Let's Play. Und das zieht dir halt so dermaßen die Arbeitskraft weg. Und dass du, ne, wie willst du das auch bemerken, wenn du einfach nicht aufpasst, dass hier oben die Zahl hochgeht? Dann vergehen da einfach mal so ein, zwei Stündchen locker, wo du dann die Leute, wo die Leute einfach nur Schlamm sammeln und sonst einfach nichts machen. Ne? Und nur ein ganz kleiner Bruchteil deiner Stammesbevölkerung, die werden sich dann quasi um so alltägliche Aufgaben kümmern. Aber ihr habt ja gesehen, ne? Es wurde nichts mehr repariert und so weiter. Ne? Und alles ist irgendwie liegen geblieben, weil alle lieber zum Schlammsammeln gelaufen sind. Weil der Punkt ist ja, dass dieses Schlammsammeln dann nicht nur die entsprechende Gruppe macht, die hier zum Schlammsammeln abkommandiert ist. Ich glaube, wir hatten das unter Stein genau. Sondern das machen ja dann anscheinend alle verfügbaren Arbeitskräfte. Unabhängig davon, in welcher Gruppe sie sich hier befinden. So, jetzt gucken wir mal. Das Pferd wurde geschlachtet. 168 Fleisch. Sehr gut. Dann repariert wurde auch schon. Hier fehlt noch ein bisschen was. Da muss noch repariert werden, wenn ich das richtig sehe. Genauso hier vorne. Was braucht ihr denn zum Reparieren? Ja, die bearbeiteten Stöckchen sind momentan das Nadelöhr. Aber das kann auch daran liegen, dass wir die hier oben jetzt entsprechend noch brauchen. Na, guck mal, wie schnell der Zaun jetzt hier gebaut worden ist. Sobald hier Seile da sind, ne, wird der Zaun auch gebaut hier. Da würde ich sagen, wir gehen gleich weiter. Wir haben schon fast wieder Frühling jetzt. Vielleicht sollten wir auch erstmal warten, bis hier angepflanzt wird. Wir haben aktuell 6 Weizenkörner. Ah, da wird wieder wenig rausfallen. Was Gute ist, wir haben immer noch ganz gut rote Beete hier. Das ist schon ganz okay. Aber ich sehe noch keinen Käse. Der Käse ist aktuell Mangelware. Ah, da ist er. Der wächst. Der Käse wächst. Langsam. Keine Ahnung, ob das jetzt der erste Käse ist. Da ist er. 2 Stück. Wir gucken mal ganz kurz, was wir aus 2 Stück Käse dann bekommen. Hast du den im Inventar oder wer hat den jetzt? Wo liegt der? So, hast du den mitgenommen jetzt? Nein. Also der Käse liegt hier vorne. Der muss noch etwas reifen. Aber ansonsten, der muss ja eigentlich dann oder kann hier vorne eingelagert werden. Theoretisch. Wenn ihr Bock habt. So, 8 Stück. Käse steht auf dem Speiseplan. Sehr, sehr, sehr gut. Und je mehr Zeug wir haben, umso länger halten dann auch die Fleisch- und Fischstückchen. Weil wir hier sehr viel haben momentan. Das passt. Das ist gut. So, Bodenbearbeitung steht noch aus. Hier vorne auch. Und dann schauen wir mal in die Gebäude rein. Was wir denn jetzt hier noch bauen können. Oder sollen wir zuerst den Zaun hier fertigstellen? Wenn wir hier vorne mit dem Zaun noch runtergehen, zumindest ein kleines Stückchen, dann wäre das schon mal abgeschlossen hier. So die Hälfte ungefähr, oder? So, wir wollen es nicht gleich übertreiben. Ein Zaun wird gebaut. Ein Zaun, wer kennt ihn nicht? So, und hier vorne, das sind die regulären Stückchen. Ja, die bearbeiteten Stückchen haben wahrscheinlich gefehlt, weil wir keine krummen Stückchen hatten. Warte mal ab, dass die wieder ein bisschen bearbeitete Stückchen bauen. Kann man da noch ein paar Leute einsetzen? Bei den Handwerkern hier. Wir machen mal 4 Leute rein. So, bevor wir dann hier vorne den weiteren Zaun planen. Gut, also dann gucken wir mal rein, was wir hier jetzt haben. Also die große Schilfhütte ist immer noch unsere beste Hütte. Wir haben auch genug Schilf da, um die Reparaturen und so weiter machen zu können. Es wurde in den Kommentaren gefragt, wieso ich kein Lagerhaus baue. Ich habe das, glaube ich, vor ein, zwei Folgen schon mal gesagt. Ich sage es gerne nochmal. Das Verhältnis zwischen den Bonuspunkten für die Lagerung oder Prozentpunkten, diese plus 400%, die stehen halt irgendwie in keinem Verhältnis.
zu einer normalen Grube mit 300%. Bei der normalen Grube brauchst du 20 bearbeitete Stöckchen, während du hier 10 Baumstämme brauchst, 3 Seile, das ist okay, aber 32 Stöckchen, 20 bearbeitete Stöckchen, 3 Seile nochmal und dann nochmal 40 Reed. Und dann kannst du aber auch nur eine Ressource darin lagern, was komplett irrsinnig ist für so ein riesiges Häuschen. Und das wurde auch im Forum schon angemerkt und entsprechend kritisiert. Und da bin ich voll der Meinung, wie es auch im Forum ist, dass das kompletter Quatsch ist. Wenn man schon ein Lagerhaus hier anbietet, dann sollte, und auch zu diesem Preis natürlich, ne? Oh, der Itza ist gestorben und die Itza ist gestorben, unsere Anführerin. Und Eneke ist neuer Anführer. Lass mich das noch kurz zu Ende bringen, bevor wir uns den Migranten noch schnell widmen. Also, ne? Wenn man schon so viele Ressourcen aufwendet, dann will ich doch wenigstens 5 Ressourcen oder so darin speichern. Das ist vollkommen irrsinnig, diese Ressourcen, diese Materialien dafür zu nutzen. Du musst das Ganze ja auch wieder warten dann, ne? Deswegen werde ich das nur bauen, um dann vielleicht das Achievement abgreifen zu können. Wo man alle entsprechende Gebäude bauen muss. So, wir gucken mal. Eneke, wenigstens 55 Jahre alt, das ist schon mal ganz gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das heißt, du kannst jetzt auch wieder ganz gut hier einstellen. Wir hatten, glaube ich, das so. Und so, wenn mich hier alles täuscht. Solange sie jetzt nur 1-2 Personen hier beschweren, aufgrund der Arbeitszeit, dass sie ausgebeutet werden, soll mir das ganz recht sein. So, kurz am Kaffee genippt. Und dann mal gucken. Oh, was haben wir denn hier? Eine weitere Kuh und 2 Migranten. Eine wie guten werden, 29 Jahre alt. Und eine nicht so gut. Was hast du hier? Glück oder was? Charismatisch, resolut, fix. Ja, super. Perfekt. Passt. Angenommen. Dann bringen wir die Kühe oder die Kuh noch rein. Ist auch sehr bequem, dass die hier immer am Kartenrand direkt gleich steht. Ich hatte einen anderen Durchgang. Oh, haben wir irgendwas dazugelernt jetzt? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich hatte einen anderen Durchgang, wo die Migranten halt von einer komplett anderen Seite kamen und dann erstmal über die komplette Karte laufen mussten. Deswegen ist es richtig gut, dass wir hier einen relativ kurzen Weg haben. So, die Hirten bekommen eine Kuh, eine weitere Kuh. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Bulle. Und dann wäre ich schon mal ganz glücklich hier. So, wir gucken mal rein wegen der Bausache, beziehungsweise schau mal, ob hier schon angepflanzt worden ist. Nein. Spätwinter. Hab hier Frühling schon, ne? Es ist nichts angepflanzt worden. Eieieiei. Und ich weiß nicht wieso. Ich glaube auch nicht, dass da noch was angepflanzt wird jetzt. Es ist so undurchsichtig. Das ist so undurchsichtig, das System. Man kann sich irgendwie nicht darauf verlassen. Selbst wenn ich natürlich jetzt selbst den Fehler gemacht habe, wäre es halt zumindest gut zu wissen, wieso hier nichts angepflanzt worden ist. Oder vielleicht sind da allgemein einfach so Jahre dabei, wo man nichts anpflanzen kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Das macht mich irre. Na gut, wir gucken mal weiter. Wir haben ganz gut Essen da. Erstmal, da können wir dann auch mal ein Jahr darauf verzichten. Das gibt's ja nicht hier. So. Also, Hütten hat sich nichts geändert. Dann hier vorne müssen wir eigentlich auch nichts machen. Der Lagerplatz für das Stroh, der reicht auch noch vollkommen aus. Genauso für wahrscheinlich die Baumstämme, ja, auch nur zur Hälfte gefüllt. Also das passt. Dann Leder ist okay. Wir haben hier, glaube nicht, dass wir noch irgendwas trockengestellmäßig brauchen. Drescher auch nicht. Holzwerkbank wäre dann mal ganz gut, dass wir die zumindest mal einplanen, damit wir die ein oder anderen Holzbretter machen können. Käseproduktion, Anbaufläche. Ja, wir gucken mal, wie viel Milch wir jetzt raus... Ah, 15 Einheiten hier. Also vielleicht, dass wir doch nochmal eine zweite Käserei hier reinsetzen. Weil das dauert natürlich auch immer ein bisschen, bis dieser Prozess abgeschlossen ist.
Und jetzt bei zwei... Oh, das ist ja ein Kalb, oder? Das ist keine Kuh. Das ist ja ein kleines Kalb hier. 3 Jahre alt. Ich glaube, das ist noch nicht erwachsen, ja. Das heißt, wir bekommen hier noch keine Milch von dir. Aber das ist gut, dann hat nämlich hier das Kalb noch Zeit, erwachsen zu werden. Und bis dahin hoffe ich mal, dass wir den ein oder anderen Bullen noch begrüßen dürfen hier bei uns im Dorf. So, also wir lassen mal die Käseproduktion so, wie es jetzt ist. Und schauen mal, so eine Standfackel. Ja, wir machen mal ein paar Standfackeln. Ich glaube, die gönnen wir uns jetzt einfach mal hier vorne am Eingang. Und ich mache auch mal eine hier vorne, damit die Leute wissen, ah, hier vorne geht's in die Felder. Damit hier endlich mal was angezündet wird. Das gleiche würde ich auch gleich mal hier unten machen. So. Weil das äußerst suspekt ist, dass hier nichts gemacht wird. Genauso hier vorne. Und dann sieht das auch ein bisschen schöner aus, wenn überall so ein bisschen das Licht zu sehen ist. Auch wenn das dann wieder zu warten ist, das ganze Zeug. Wir haben jetzt hier vorne, habe ich da schon die besseren Bänke? Das sind die großen Bänke jetzt. Das sind schon die großen Bänke. Also das passt. Wir haben wahrscheinlich auch die großen Feuerstellen. Das passt auch. So. Dann hier drin, ja, Zäune müssen wir noch machen. Usua, das Stammeswissen verbessert sehr gut. Es fehlt hier noch so Palisaden, Tor und Palisade. Ah, das kann man, das ist wirklich so Luxus. Ich weiß gar nicht, ob wir das in diesem Durchgang noch bauen. Ob wir das überhaupt brauchen. Also wir werden auf alle Fälle irgendwie so ein bisschen so altarmäßig, würde ich gerne was machen. Wir haben ja hier vorne verteilt ein bisschen so diese kleinen Gebietsplätze. Aber ich würde schon ganz gerne mal hier was planen. Wir brauchen also unfassbar viele Steine. Wir haben hier einen kleinen Menhir-Tempel. Wir haben hier den Menhir. Das ist verteilt. Kann ich mal ganz kurz gucken, wenn wir das hier so zentral platzieren würden. So zum Beispiel. Kann ich mal gucken. Da braucht jetzt jeder... Muss mal schauen. Braucht da jetzt jeder so viele Steine oder ist das einmal 1000? Steht leider nichts mit dabei. Ich habe nämlich die Vermutung, dass wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7000 Steine brauchen. Wenn ich das richtig sehe. Aber es steht leider nicht mit dabei. Lass mal kurz ein bisschen beschneiden hier und schauen mal, ob das dann dabei steht, wenn das hier weg ist. Also wenn sie hier quasi die Fläche jetzt freigegeben haben. Ja. Okay. Ja gut, also ich würde das mal erst lassen. Also wenn wir hier was machen, oh, jetzt muss ich die auch einzeln löschen doch. Wenn wir hier was machen, dann fangen wir mal mit den Standardsachen an und bauen dann ganz zum Schluss quasi uns außenrum eine Verzierung. Sowas hier zum Beispiel, ne? So einen Altar für 2000 Steine und dann außenrum den Menhir Steinkreis. Der hier ist nur für das Atlantische Neolithikum, ja genau, Steinbearbeitung, Architektur, ist halt ein Mega-Boost hier. Aber es sind halt 2000 Steine, ich will es nur mal gesagt haben. Aber da wir aktuell sowieso nichts anderes geplant haben, hier ist ein Steingrab offen, hier oben ist noch eins. Na, vielleicht bräuchten wir vorher noch die ein oder anderen Steingräber. Dann machen wir das erstmal so, dass wir noch ein paar Gräber ausheben. So, ein paar so Standardgräber hier so dazwischen. Ich finde das Konzept richtig gut, dass wir uns hier so gesetzt haben. Dass dazwischen diesen heiligen Bäumen quasi Gräber liegen. Das gefällt mir richtig gut. So, wir gucken mal. Hier unten machen wir dann den Hauptaltar. So, und dann passt das. Dann lassen wir erstmal die noch bauen, diese Gräber hier. Und schauen mal, wie viel die brauchen. Können wir eigentlich auch hier nachlesen. Ja, 25. Dann sind nämlich gleich nochmal so 100 Steine weg.
Und wenn die gebaut sind und ausgehoben sind, dann werden wir uns mal einem Altar widmen. Hier kommt ja nochmal was, ne? Menhir-Tempel und Trilith. Brauchen wir dreimal Ruhrstein, aha. Das ist wahrscheinlich auch wieder zum als Kreis aufzustellen. Aber wir gucken mal. Sie hat 100% Tempel. Sie hat 80%. Die Frage, ob man da jetzt... Ja, aber wir sind noch ein bisschen entfernt aufgrund der Steinbearbeitung Architektur. Das heißt, wir müssten eigentlich zuerst mal so einen kleinen Altar bauen hier. Damit wir hier weiterkommen in der Steinbearbeitung. Und wenn der fertig gebaut ist, dann können wir uns wahrscheinlich auch so einen Menhir-Tempel leisten. So, aber das hier oben sollte relativ schnell gehen, jetzt wo wir sehr viele Steine haben. Wie sieht's aus mit Seil 39? Da ist auch schon fertig gebaut, super. Zack, zack, zack hier, die Leute. Das gefällt dem Bürgermeister. So, jetzt hier runter. Mal gucken, ob jetzt hier was an... Hier ist auch nichts angepflanzt worden, ne? Ich habe keine Ahnung, wieso nichts mehr angepflanzt wird jetzt. Macht mich ein bisschen stutzig. Wir hätten hier rote Beete. Das gibt's ja nicht, oder? Das gibt's doch nicht. Oh, kann es sein, dass wir nicht mehr genügend Stöckchen haben? Kann es sein, dass wir nicht mehr genügend dieser Stöckchen haben? Seht ihr das? Das kann ein Grund sein. Dass wir nicht mehr genügend dieser Speere haben. Die Speere sind, die werden ja benötigt. So, wir gucken hier, die Holzspeere, die werden ja zum Pflügen und Säen benötigt. Und wenn wir keine haben, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dann sieht es natürlich hier schlecht aus. So, wir packen hier 4 Leute rein, Werkzeugmacher. Es wären genügend Stöckchen da. Na gut, aber dann müssen wir dieses Jahr mal ohne die Landwirtschaft auskommen. Aber wie cool wäre es, wenn hier so ein Tooltip stehen würde, ne? Wenn dann irgendwie dabei stehen würde, nicht genügend, keine Ahnung, nicht genügend Speere oder so vorhanden. Wie schnell könnte man dieses Problem dann lösen, wenn man hier am Rätseln ist? Na gut, so, eine Fackel hier oben ist fertig, hier ist eine Fackel da, das sieht ja schon mal ganz gut aus hier. Wäre auch schön, wenn man, wenn dieses Tor hier, wenn das geschlossen wäre und nur geöffnet werden würde, wenn jemand durchläuft hier. So, wie sieht es aus mit Milch? 13 Käse. Milch ist, ja, super. Keine Milch da. Das heißt, ein Tisch reicht vollkommen. Dann müssen wir mal gucken, wann die Kuh erwachsen wird. So, hier oben. Wird noch gebaut. Boah. Ja, ja, aber selbst für die Gräber, ja, die Laufwege sind auch sehr lang, aber selbst für die Gräber mit dem Steine schleppen, das ist sehr anstrengend hier. Gut, dass der Bürgermeister selbst nichts arbeiten muss, sondern immer nur zugucken kann und dumm daherreden darf. Das ist schon mal ganz gut. Wir haben ja eingestellt bei den Steinesammlern 300 Stück. Könnte man jetzt theoretisch auch mal hochgehen auf 500. Feinen Rohstein, keine Ahnung, für was wir den jetzt aktuell noch brauchen. Ja, und Schlamm wird schon wieder ein bisschen weniger. Also da müsste man mal gucken, dass man wieder ein bisschen auffüllt jetzt. Wow. Was für ein Karlauer hier. Na gut, hier vorne fehlt es noch an Stückchen wahrscheinlich. Error. Ja, bearbeitete Stückchen. Oh, ruckel, ruckel. Zumindest brauchen wir für den Tempel hier vorne keine Stöckchen. Das ist schon mal ganz gut. Wie viel tragen die eigentlich Steine immer? 2 Stück. Ja, 2 Stück pro Gang. Da trägst du auch schon mal ein bisschen, ne? Könnte man natürlich auch hier oben ein Steinlager setzen. Wir haben aktuell das Lager irgendwo hier unten wahrscheinlich. Ja, nee, das ist Feuerstein. Ich habe so ein allgemeines Steinlager. Das ist anscheinend hier vorne.
Ja, wir werden das mal hier vorne platzieren, das Steinlager. Weil wir jetzt dann uns den Laufweg sparen wollen. So, und zwar machen wir das hier einfach mal so ein bisschen. Jetzt pass auf, wo wollte ich den? Ich glaube hier, ne? Hier war der Tempelbezirk. Und dann machen wir uns hier vorne so ein kleines Steinlager. Nee, das war nicht so gemeint. So. Nicht viel zu groß jetzt hier. So. Und währenddessen gucken wir noch, ob wir sonst was bauen. Also wir bauen auf alle Fälle diesen Altar hier. Und so ganz kleines Zeug. 16 Pflanzenfasern für einen dekorativen Korb hier. Schlamm 10. Dekorative Keramikgefäße. Ich würde die mal weglassen. Brauchen wir nicht. Brunnen. Und auch die Holzwege erstmal nicht. Geh mal davon aus, dass die alle auch gewartet werden müssen, die Sachen. Aber ihr seht schon, ne? Wir sind jetzt so ein bisschen, ja, in einer etwas zähen Phase. Wir können jetzt nicht großartig was Neues bauen, außer Zäune. Aber mehr schon auch nicht derzeit. Aber das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn wir jetzt hier oben den Altar noch machen, für den keine Stöckchen benötigt werden. Dann können wir hier auch mal ein paar Monate ins Land gehen lassen, wo die Leute wirklich nur die Werkzeugproduktion dann anstoßen. Die Werkzeug- und die Stöckchenproduktion. Vielleicht, dass wir das dann sogar so machen, dass wir die Mindestanzahl einfach ein bisschen höher setzen gleich. Dass wir die einfach mal auf 40 setzen, damit immer genügend da ist, auch wenn die Sachen verbraucht worden sind. Wir haben ja jetzt irgendwie um die 20, 25 Arbeiter. Wenn die Sachen verbraucht worden sind, dass wir dann trotzdem noch Ersatz haben. Relativ kurzfristig. So, und aufgabenmäßig sonst, das Knochenmesser war für Ernten und Schneiden. Feuersteinspeer, was habe ich denn hier als Alternative beim Knochenmesser? Zum Ernten und Schneiden. Ja, gar nichts, oder? Doch, Ernten und Schneiden hier. Ach stimmt, der Faustkeil, der war besser wie das Knochenmesser, ne? Ja, deswegen ist der Faustkeil hier drin. Das Knochenmesser nicht. Die Steinsichel zum Ernten können wir noch nicht herstellen. Nö, das ist alles up to date erstmal. Also 40 Stück ist okay. Und hier bei den Seilen, guckt euch mal an, sind wir schon wieder am Maximum angekommen. Hier 50. Wir machen 50 hier. So. Pflanzenfasern auch. Da kann man ruhig mal so eine Anpassung machen. Und mal die Limits etwas erhöhen. Machen wir viel zu selten. Und macht durchaus Sinn. Ja, auch gleich mal hier auf, ne, wobei wir machen mal 500 Steine, das reicht. Wird ja immer gleich nachgeholt hier. Stöckchen 100. Hätte ich jetzt auch fast gesagt, da gehen wir mal auf 200 hoch. Und bei den Stämmen gehen wir auch hoch. Auf 20 werden wieder ein paar Stämme dann festlegen. Weil wir haben aktuell 23, das ist okay. Stroh 200 ist gut. Und Reed auch. Auffanggruppe Fischer. Sieht's denn aus? Trockenfischmäßig. 95, ja. Auch ganz gut. Sehr schön. Okay, ich versuche jetzt nochmal. Ich versuche nochmal die Bäume hier vorne irgendwie abzuernten. Geht leider nicht. Es geht einfach nicht. Die sind fest verankert im Spiel. Dann können wir das hier oben machen. Hier, hier. Hier. So. Liegt noch ganz viel Stein, aber ich glaube, das ist so kleiner Stein, kein großer Stein. Dann seid ihr erstmal glücklich, was die Bäume auch trifft. Oh, jetzt haben wir ja doch die Steinsichel noch erwischt hier. Sehr schön. Das ist ja, das passt ja perfekt. Wie der Sonnenuntergang, zu dem ich mal wieder die Folge beende. Das heißt, in der nächsten Folge gucken wir uns mal die Sonnenuntergänge an. Nee, die Steinsichel an.
Es ist schon hübsch. Sehr hübsch hier mit den Fackeln. Da hinten ist eine jetzt. Hier ist auch nochmal eine. Guckt euch das an. Dann schauen wir uns in der nächsten Folge die Steinsichel mal an und werden die dann wahrscheinlich auch gleich mal in Auftrag geben für die Ernte, auch wenn wir aktuell nichts ernten können. Ja, und dann wird erstmal Wert gelegt darauf, dass wir wieder genügend Werkzeuge haben. Das haben wir ein bisschen vernachlässigt. Aber das wird. Wir haben jetzt nicht mehr so viel zu bauen. Das heißt, jetzt kommen ein bisschen so die Kleinoptimierungen und wahrscheinlich auch ein bisschen Leerlaufzeit. Aber ich gucke mal, ob ich euch da nicht noch ein bisschen was erzählen kann und euch unterhalten kann, während ihr euch dieses Let's Play anschaut. Und während ihr jetzt natürlich auch einen Daumen nach oben gebt, einen Kommentar unter das Video schreibt und dann zum nächsten Video wechselt. In diesem Sinne macht's gut und bis dahin.